Wohl eher das Arschloch-Pokémon. Hallöchen, Marv, na? So kann man das sicherlich auch sehen, ja. So, da ist noch ein Eid. Oh, ein Eisbrocken. Cool. Liegt hier einfach so hier rum. Nun kommt's gerade richtig. Mein frisch entwickeltes Pokémon hungert nach einem Sieg. Dann werde ich es wohl töten müssen. Garados. Okay. Da ist das jetzt nicht unbedingt die beste Wahl. Aber, ist mir egal, Gifty. Grimasse, ja. Ich bin sowieso so kacken langsam. Mach mal. Du hungerst nach Eiscreme. Ich jetzt auch, jetzt wo du es erwähnst. War ich nachher ein bisschen früher Richtung Büro? Und geh noch schnell zum Lidl mit ran? Wobei, dann muss ich den Stream ja auch früher beenden. Ist ja auch doof. Eiscreme! Ja, ja. Mit viel Oi und so. Ja, komm, viel Jasper. Dann du mit Biss und so. So. Beiß dich mal in diesem Garados fest. Okay, sehr gut. Das hat sich gerade erst entwickelt. Wer soll es denn wissen, wie es richtig kämpft? Ich meine, meine Pokémon konnten das auch direkt nach der Entwicklung. Also, das liegt nicht am Pokémon, das liegt am Trainer. Ganz eindeutig. Ich glaube, wir veranstalten mal ein kurzes Picknick. So, ein Sandwich zubereiten. Ja. Und... ja, komm, ganz simpel. Schinken, Butter, fertig. Nicht so hundertprozentig, aber hey. Ist okay. Reicht, um meine Pokémon zu heilen. Yay. Okay. Und Ende. So. Gut, dann gucken wir doch mal auf der Karte. Wie und wo müssen wir hier lang? Okay, zurück zur Straße und der dann folgen. Gut. Das kriege ich hin. Gerade so noch. Wird schwierig, aber... ne? Dürfte ich gerade so hinkriegen. Ring, ring. Ja.
Hi, David. Irgendwo in diesem Bergwerk soll sich der Herrscher des verborgenen Stahls befinden. Gerüchten zufolge ist er unglaublich groß und super lang. So ein riesiges Pokémon sollte doch eigentlich leicht zu finden sein. Ich frage mich, wo und wie es sich versteckt. Vielleicht ist es ja so richtig schnell. In dem Fall wäre es vielleicht besser, mit einem Reit-Pokémon die Verfolgung aufzunehmen. Okay. Was auch immer. Was auch immer du willst. Dude. Oh. Oh, was bist du? Oh! Das ist der Motor von dem Auto. Von dem Auto von gestern. Du überlebst so sicherlich eine Bodenattacke, oder? Nee. Das ist doof. Ich wusste, dass sie sehr effektiv sein würde. Oder ich war mir sicher, dass sie sehr effektiv sein würde. Ich hatte aber die Hoffnung, dass das Knattox das überlebt. Mist. Verdammt aber auch. Ich werde dir zeigen, wie widerstandsfähig Stahl-Pokémon sein können. Mach das mal, Gustavo. Dann zeige ich dir, vielleicht Stahl-Pokémon an einem Lebensschuss fallen. Vor allem in Knattox, das habe ich gerade eben erst festgestellt. Ja, und der Gyroball gegen ein langsameres Pokémon ist jetzt auch nicht unbedingt die beste Idee. So. Ja. Ne? War jetzt schon irgendwie so ein bisschen kacke von dir. Wenn wir ehrlich sind. Konntest du etwa schon die Schwachpunkte von Stahl-Pokémon? Bodenattacken. Und Feuerattacken. Und Kampfattacken. Also, ja, ich kenne sie. Ha. Feuerstein, okay, nehme ich. Ein Superball, den nehme ich auch, sogar sehr gerne. Irgendwelche Entwicklungen will ich eigentlich nicht fangen. Ich will lieber selber entwickeln. Ich bin jemand, ich entwickle meine Pokémon lieber selbst, als dass ich eine Entwicklung fange. Lebensschuss auf das Salanga. Comprimato, du Sack, ey. Du dummer Sock. Wir treffen trotzdem. So, bäh. Okay, das war ein Crit. Ist mir zu unsicher. Pokéball los. Nee? Magst nicht. Dann werd vergiftet. So. Ich wollte dich davor bewahren. Aber, du warst ja der Meinung, unbedingt aus Pokéball auszubrechen und mich anzugreifen. Also selber schuld. Wenn wir ganz ehrlich sind. Sehr schön. Salanga, das Sandschlangen-Pokémon vom Typ Boden. Da seine großen Nasenlöcher darauf spezialisiert sind, Sand zu verschießen, eignen sie sich nicht gut dazu, Gerüche zu unterscheiden. Ja, nachvollziehbar. Wenn ich laufend Sand aus meiner Nase rausschnauben würde, dann würde ich mir damit wahrscheinlich auch sämtliche Geruchssinne zerstören. Und ja, ich habe mehrere Geruchssinne. Ganz bestimmt. Hallo Geronimatz, ich will dich haben. Ich glaube zwar nicht, dass ich dich ins Team aufnehmen würde, erstmal. Aber ich will dich haben. Von daher, bleib mal bitte in diesem Pokéball drin. Das wäre voll Knorke von dir. Ach, Benno.
Okay. Ich habe noch wahrscheinlich 3 Versuche. Ich glaube, 2 Gift-Ticks überlebt er noch. Ich brauche aber nur noch den einen. Sehr schön. Okay. Und Geronimatz, das Adlerküken-Pokémon vom Typ Normal und Flug. Mit seinen scharfen Fängen packt es seine Beute und pickt danach. Generell ist es ein Fleischfresser, er isst aber auch Beeren. Es isst aber auch Beeren. Jo. Nanu, Bamelin entwickelt sich. Glückwunsch, dein Bamelin hat sich zu einem Bojelin entwickelt. Bojelin, das Meereswiesel-Pokémon von Typ Wasser. Man findet es oft in der Nähe von Häfen, wo es Fischern dabei hilft, ihren Fang zu transportieren und Menschen vor dem Ertrinken rettet. Yay. Magst du noch eine Attacke lernen? Nein? Okay, dann nicht. War ja nur so eine Idee. Eigentlich will ich ja schon hier runter, ne? Then again ist der Stahl-Dude da drüben. Fahren wir erstmal zum Stahl-Dude. Und auf dem Weg dahin verprügeln wir mal noch kleine Mädchen. Es war total riesig, gigantisch, aber was es genau war, weiß ich nicht. Ja, ist auch kein Arenaleiter, ist das Stahlherrscher-Pokémon. Der Stahl-Dude. Okay. Oh, die Fähigkeit heißt jetzt Schneeschauer und nicht mehr Hagelalarm. Okay. Eissplitter tut ein bisschen weh, weil ich vom Typ Boden bin. Der Gift-Typ tut aber genauso weh, weil er vom Typ Pflanze ist. So. Deine Pokémon sind aber auch richtig krass. Ja, das ist mir bewusst. Danke. Danke für die Bestätigung. Oder so. Okay, hier jetzt zu meiner Rechten. Ein Glattbrocken, okay. Und was andere? Klonkettkohle, okay. La la lulila. Findest du traurige Songs cool? Doof? Ich weiß nicht. Ich glaube, ich finde sie ganz okay. Musikerin Lavinia. So eine Schlavinia. Cricketune. Also Zirpeise. Ja, absorber mich halt. Gifti. Oh, nicht vergiftet. Das ist eine Überraschung.
Aber halt trotzdem in zwei Runden down, also. Ist halt nur ein Zerpeise, ne? Philiaspa versucht, Sorgensamen zu erlernen. Sorgensamen war. Gegnerische Fähigkeit ändern? Ja. Gegnerische Fähigkeit auf Insomnia ändern. Finde ich jetzt nicht interessant genug. Nicht für einen Casual Playthrough. Competitive kann es ganz witzig sein. Ich hab verloren, tralalulila. Jetzt bin ich trahaurig, lalila. Okay. Ich vermute mal, dass wir hier oben wieder ein dieses Pseudomimik finden. Und eine TM. Sandsturm. Okay, nehme ich. Nehmen wir mit. Und, oh, noch eine Etage. Okay. EP-Bonbon. Meinetwegen. Jetzt sind wir ganz oben. Und da ist die Schatzkiste. Top-Elixier. Oh, nice. Nice, 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 nice. Sehen wir den? Oh. Ja, wir sehen das Herrscher-Pokémon. Okay, was bist du bitte? Du siehst sehr interessant aus. Erinnert mich ein bisschen an die Erdwürmer aus Star Wars. Gerade so fast übersehen. Ja, ne? ich weiß gerade nicht mehr, wie die heißen. Warum gehe ich in Box? Das ist Unsinn. Da wollte ich nicht hin. Verherber nach vorne? Ja, komm. Kämpfen wir mal kurz mit Verherber. Gegen diese Schatzkiste. Gegen das Gierspenst. Bürde. Eine Bürde mit viel Würde. Ach ja, ich habe ja vergessen, dass es viel Hasenfuß hat. So ein Schwachsinn, ey. Ist aber trotzdem langsamer als Verherber, okay. Gut zu wissen. Magst du die Leiter runter? Nein? Dann halt nicht. Manchmal geht er ordentlich die Leiter runter und manchmal hat er keinen Bock drauf. Ich habe noch nicht ganz verstanden, wann was passiert. Ja, komm, dann lassen wir uns jetzt auch einfach fallen. Ist mir doch egal, Mann. So, bisschen Sternenstaub. Okay. Hier noch irgendwas Leuchtendes am Boden. Bevor wir gleich zum Herrscher rennen. Beziehungsweise fahren. Sieht nicht so aus. Nö. Okay. Hallo, Mr. Herrscher-Dude. Es ist Earthworm Jim. Oder auch nicht. Das konnte Earthworm Jim nicht. Schlurm, Herrscher des, des verborgenen Stahls. Okay, ich hätte vielleicht vorher schon auf Dartignis wechseln sollen. Wenn die gewesen. Aber hey, machen wir es jetzt. Vielleicht kriegen wir jetzt eine physische Attacke ab und verbrennen direkt. Das wäre super. Eisenschweif. Physische Attacke kommt. Verbrennen wir direkt. Ja, Verteidigung sinkt, das ist nicht so geil. Wir verbrennen direkt. Okay. Ausgleichende Gerechtigkeit.
Geschwindigkeit. Wow, mit Ansage, ey. Mit freaking Ansage. Nitro-Ladung. Let's go. Rems. Macht ein bisschen was an Schaden. Wickel. Ja, gut. Stört mich jetzt weniger. Wobei, nächste Runde werde ich heilen müssen. Das war ein Crit, ne? Ja. Macht Crit wieder doppelten Schaden? Das sah mir gerade ganz danach aus. Jetzt wäre das doppelter Schaden gewesen. Ich vertraue nicht darauf, dass die Nitro-Ladung reicht. Also heilen wir eine Runde. So. Okay. Nochmal ein neuer Wickel. Ja, mach halt. Jetzt sollte die Nitro-Ladung reichen. Und wenn nicht, dann macht es danach die Verbrennung. Bin ich mir ziemlich sicher. Nitro-Ladung. Oh, das ist auch wenig. Ah, okay, weil... Stimmt, er war ja noch nicht in seiner zweiten Phase. In seiner... Haha, guck mal, wie stark ich eigentlich bin, Phase. Okay. Mal ganz kurz in den Beutel. Wir heilen mit Trinken. So, das sind die beiden, die wir primär einsetzen werden. Ich glaube, ich nehme sogar Swillord nach vorne. Für den Lehmschuss. Das wollte ich gar nicht. Das wollte ich. Ich bin versehentlich an ZR gekommen. Das Herrscher-Pokémon Schlurm frisst etwas. Du schon wieder. David, du hast das Herrscher-Pokémon echt eingeholt. Das ist also der Herrscher des verborgenen Stahls? Der ist ja echt unnormal lang. Die Nährstoffe in dem Gewürz scheinen ihm einen gehörigen Energieschub verpasst zu haben. Und tun wir uns zusammen, David. Okay, machen wir das. Na, bist du ein bisschen geboostet? Oh, wir sind zumindest keine Boosts, ne? Okay. Tentagra. Ist das ein Spitzname oder heißt das wirklich so? Größe spielt keine Rolle. Mit meinem Tentagra werde ich einen würzigen Sieg erringen. Sandsturm, ja, das ist uns allen egal. Lehmschuss. Bodenschmaus. Hat keine Wirkung. What? Okay, das ist gemein. Das ist jetzt fies. Damit habe ich nicht gerechnet. Okay. This is not even my final form. Natürlich nicht. Man war ja auch beim ersten Herrscher-Pokémon schon so.
Okay. Du bist also immun gegen Bodenattacken. Willst du mir sagen, ne? Dann müssen wir wohl weiter mit Feuer angreifen. Der Dude ist auch nur mit dem einen Tentakel hier angekommen, hä? Und wir kriegen wieder die Instant-Verbrennung vom Flammkörper. Ja, Flammkörper hat halt wirklich eine 130% Chance zu verbrennen. Wenn physischer Kontakt hergestellt wird. Es ist einfach so. Es ist schon unnormal. Es ist schon echt unnormal. Okay, kein Sandsturm mehr, das ist sehr schön. Das heißt, wir kriegen kein Chip-Damage mehr ab. Kritten hier eine Runde, auch sehr gut. Nehme ich. Da kommt ein neuer Sandsturm, das heißt, wir kriegen nur den Chip-Damage vom Sandsturm jetzt diese Runde. Das heißt, Datignis hat gar kein Problem, das hier zu überleben. Und damit ist Schlurm erledigt. Ich würde dich ja jetzt gerne fangen, weißt du? Du besiegst das Herrscher-Pokémon Schlurm. Yay! Wow! So muss das. Gute Arbeit, David. Ich hätte übrigens nicht erwartet, dass das Herrscher-Pokémon so ein drolliges, rundes Gesicht hat. Tja. Da drin sollte noch mehr von dem geilen Gewürz sein, das es vorhin vernascht hat. Lass uns schnell nachschauen, bevor es zurückkommt. Und wenn es genauso läuft wie beim letzten Mal, müsste eigentlich... Oh, tatsächlich. Ist es wirklich hier? Das ist ganz ohne Zweifel ein Geheimgewürz. Ein Stängel salziges Geheimgewürz. Okay. Boah, geschafft. Danke, David. Mal sehen, was das Buch dazu sagt. Salziges Geheimgewürz lindert Schmerzen und Taubheit in den Gliedmaßen. Anscheinend hilft es auch gegen den Schwund von Muskelkraft. Und wenn es davon etwas frisst? Auf geht's, David. Gleich jetzt was zu futtern. Ich lieg auch sofort los. Mach das mal. Ja, das hier so und dann das dazu. Oh, sorry, dass du warten musstest. Hier ist meine Spezialkreation. Kräftig und ganz ungeniert gewürzt. Und dazu gibt es auch gleich diesen Herrscherorden als Zeichen meiner Dankbarkeit. Herrscher des verborgenen Stahls bezwungen. Der Pfad der Legenden. Yay! Echt jetzt? Du schon wieder? Möchtest du mir Reiter dein Sandwich geben? Na gut. Ja klar. Willst du dich gerade bei mir bedanken, oder was?
Gut, dass ich diesmal ein bisschen zu viel gemacht habe. Das ist nämlich für dich, weil du dich so sehr für mich einsetzt, David. Und ganz sicher nicht für dieses Ding. Miraidon hat die Reittechnik Hochsprung erlernt. Es ist etwa schon wieder stärker geworden. Die Effekte der geheimen Gewürze scheinen ja echt unglaublich zu sein. Hm. Wäre auch ein Problem, wenn nicht. Fass das ja nicht an. Das ist nicht für dich. Tut mir leid, ich wollte nicht laut werden. Schon klar. Vielleicht sollte ich langsam mal mit der ganzen Geschichte rausrücken. Na komm, raus mit dir. Das ist mein Partner, Mastifioso. Hier, das Sandwich bringt dich wieder auf die Beine. Mama, mach langsam, hörst du? Und immer gut kauen. Vor einer Weile hat es sich schlimme Verletzungen zugezogen. Bis heute hat es sich nicht davon erholt. Was mit ihm beim Pokémon Center? Es hieß, seine Leiden seien nicht mit einer normalen Verletzung oder Krankheit zu vergleichen. Mastifioso ist mein Ein und Alles. Ich habe mir geschworen, es zu heilen, koste es, was es wolle. Um das anstellen zu können, habe ich im Internet und in Büchern alle möglichen Behandlungen recherchiert und ausprobiert. Aber nichts hat so richtig gewirkt. Ich war schon kurz davor aufzugeben. Doch dann habe ich von diesen Geheimgewürzen erfahren. Was ist das für ein Buch? Ich habe es im Labor meines Vaters gefunden. Die Geheimgewürze. In Zone 0 stießen wir auf gar sonderbare Pflanzen, die einem bei Verzehr alsbald zu Kraft verhelfen. Wir nannten sie Geheimgewürze und wollten sie in Teilen Paldeas anbauen, doch Pokémon fraßen sie, ehe sie reifen konnten. Die Pokémon wurden dadurch so groß und stark, dass wir sie Herrscher nannten. Da drin stehen lauter dubiose Sachen. Nur okkulter Kram, den niemand glauben würde. Aber ich glaube, dass darin die Wahrheit steht. Diesem Buch zufolge soll man von jeglichen Verletzungen und Krankheiten geheilt werden, wenn man alle 5 Geheimgewürze zu sich nimmt. Und als ich Mastifioso letztes Mal etwas von dem Gewürz gegeben habe, sind seine eiskalten Pfoten ein bisschen wärmer geworden. Ah, du bist fertig mit dem Essen, ja? Oh, Mastifioso, warte mal, heißt das, kannst du wieder was sehen? Krass, das ist ja der Wahnsinn. Die ganze Zeit hat er seine Augen nicht öffnen können. Ich habe mir solche Sorgen gemacht. Wow, bin ich erleichtert. Mir fällt ein richtiger Stein vom Herzen. Schleck. Schniff. Guck dir nur seine kleinen Augen an. Man kann kaum erkennen, ob sie geöffnet sind oder nicht, aber ich weiß es. Die Kraft der Gewürze ist der Hammer. Ich wusste es. In dem Buch steht die Wahrheit. Damit werde ich Mastifioso ganz sicher aufpäppeln können, bis es ihm wieder so gut geht wie früher. Jetzt weißt du also, worum es geht. Es bleiben uns noch 3 Gewürze. Zusammen wird das ein Klacks.
Okay. Ring, ring. Hallo David, hier spricht Futurus. Miraidon scheint erneut einen Teil seiner ursprünglichen Kraft wieder lang zu haben. Offenbar kannst du jetzt höher springen, wenn du den B-Knopf drückst, während du auf ihm reitest. Hältst du den B-Knopf gedrückt, kann Miraidon nun noch höher springen als gewöhnlich. Wenn du den B-Knopf nur kurz drückst, macht es einen kleinen Sprung. Ich vertraue darauf, dass du dich auch weiterhin gut um Miraidon kümmerst. Na klar.